Ja, moin, moin, meine Yu-Gi-Oh! Freunde, willkommen zurück. Ja, nach einer etwas längeren Pause geht's weiter mit Tyranno Hasselberry. Und ja, in der Serie wird er eigentlich nur Hasselberry genannt. Deswegen sagen wir natürlich, heute ist Hasselberry unser Gegner mit seiner Tyrannosaurus-Deck. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Wir fangen einfach mal an. Ich habe die Tage kaum gespielt, vielleicht ein, zwei Duelle, wenn ich mal 5 Minuten Zeit hatte. Ich hatte aber auch mein Drachendeck verändert. Das nehmen wir heute auch mal. Mit mir ist auch noch Monster Energy am Start, also den gebe ich gerade richtig hart. Prost. Alle, die jetzt gerade irgendwas zu trinken am Start haben. So, wir nehmen Papier, gewinnen. Oh mein Gott, das ist ein gutes Omen. Und ja, ich hatte jetzt ein paar Tage Pause. Das lag daran, dass ich sehr viel arbeitstechnisch dann im Real Life zu tun hatte. Nebenbei war ich auch noch leicht erkältet, aber ich habe es eigentlich gut sozusagen mittlerweile schon wieder bekämpft und ich bin eigentlich schon wieder topfit, kann man so sagen. So, ich spiele erstmal unseren maskierten Drachen, dann spielen wir unsere finstere Bestechung. Meiner Meinung nach beste Fallenkarte ever, die es im Spiel gibt. Und ich lasse mich jetzt mal überraschen, was er denn jetzt so am Start hat. Ich habe auch vor uns schon. What the fuck, Alter? Er legt gleich richtig los mit zwei Dinosaurier-Monstern, die sich gewaschen haben. Aber dafür haben wir richtig chillige Dragon Ball Z-Mucke am Start. Ich würde sagen, wir spielen gleich noch ein. In Angriffsmodus. Ich weiß ja nicht, was er machen will. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall schon mal eingeschüchtert. Nein, ich habe vor uns schon Tatu, Minecraft und Naruto aufgenommen. Ich versuche es natürlich so schnell wie möglich hochzuladen. Also heute ist Dienstag. Und ich hoffe natürlich, dass ich das jetzt noch alles schaffe mit den Rendern und mit den Hochladen, damit ich euch morgen, also am Mittwoch oder besser gesagt ab Mittwoch, wieder täglich mit neuen Videos, Parts und weiß ich nicht was noch alles für Geschichten versorgen kann. Habe natürlich bei unseren Anime-Kollegen, nenne ich ihn mittlerweile, habe ich mich natürlich auch schon spoilern lassen, muss ich ganz offen und ehrlich zugeben, was uns denn als nächstes für Gegner erwarten. Und ich muss sagen, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie ich mich denn dann gegen die Gegner schlage, weil unser guter Freund hat schon arg zu kämpfen gehabt und das hättest du ja wohl so gern. Seht ihr? Einfach finstere Bestechung, weg mit schwarzem Loch. Da hat sich dieses Ding erledigt. Die kann er ja so oder so nur einmal ins Deck nehmen. Nein, letztens hat mir der Daskora in die Kommentare geschrieben, ob ich mir die Decks irgendwie aus. Nein, 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 möchte ich nicht. Nein, ich möchte das so machen. Jetzt hätte ich natürlich fast einen Riesenfehler gemacht. Ob ich mir die Decks irgendwo aus dem Internet immer anschaue, nachbaue und erst dann die Effekte lese und so. Ja, ich sag mal, das Effekte lesen, das ist so eine Sache. Also, ich sag mal, bei mir vielleicht weniger, bei gewissen anderen vielleicht schon. Aber ja, nein, das liegt daran, ich habe mittlerweile schon wieder einige Decks und ich habe jetzt auch in einige Zeit nicht gespielt. Man sieht es ja an meiner etwas längeren Pause von letztens. Ja, und ich sage mal, wenn ich dann das War mit meinem Magiebuch-Deck und dieses Deck hat ja so oder so, so viele Effekte und ich muss auch mal sagen, es gibt hier, ich glaube, 4004 Karten oder 4007, nicht 700. Füge deine Hand ein, Monster von dieser Stufe 6 oder niedriger von. Okay, mach mal. Lass mal ihn mal machen, okay. Schwarzer Velociraptor oder irgend sowas war das, wenn ich mal richtig erkennen konnte. Okay, ich sag mal, wir hauen jetzt noch seine letzte Karte weg. Und ich muss mal sagen, wir haben schon gewonnen mit diesem Angriff jetzt.
Und ich würde sagen, wir spielen einfach normal gegen ihn. Habe ich mir einfach so abgeschaut bei jemand anderen. Ihr wisst genau, bei wem ich meine. Damit die Parts auch mal ein wenig länger werden und ich natürlich auch mal ein paar Karten bekomme. Okay, ich habe mittlerweile schon wieder. Oh, die ist gut. Okay, Verlockung der Finsternis, die ist echt nice. Und wenn ich damit spiele, muss ich dazu sagen, ich spiele ja jetzt, ich versuche ja auch immer, wenn ich jetzt meine Let's Play-Videos aufnehme, Etikis müsste das sein, der Bruder von Alexis oder Etikus oder, das ist ja das so ein Name, Alter. Ich nenne ihn Etikis, Etikis, aber naja, wir spielen jetzt nochmal gegen Hasselberry, genau nochmal mit unserem Drachendeck. Da haben wir gerade erstmal 5 Minuten noch was auf der Uhr haben und ich natürlich noch einiges zu bequatschen habe. Nein, und da kann es auch mal vorkommen, wenn ich so viele verschiedene Decks habe. Ich versuche es natürlich abwechslungsreich wie möglich immer zu gestalten, dass ich auch immer mal ein anderes Deck nehme und nicht immer nur das gleiche. Und falls ihr irgendwelche Deckvorschläge habt, könnt ihr mir sie trotzdem noch in die Kommentare schreiben, weil ich schon so allmählich, nur so allmählich auf die 5000 Karten gehe und ich eigentlich schon wieder behaupten kann, es lohnt sich dann mittlerweile auch mal meine Tutorial-Videos wieder anzufangen. Also ich glaube, meinem vorherigen Teil waren es 18 Stück. Oh, jetzt haut er aber wieder raus, alles hier. Nee, da müssten es 18 Decks gewesen sein. Und wenn ihr das dann mal so seht, dann mache ich mal ein Video davon. Dann mache ich mal ein Video mit dem Deck. Und zwischendurch spiele ich dann mal noch mit dem Deck. Irgendwann hast du auch mal alle Decks durch. Und ich habe ja natürlich, ich mache ja deswegen eigentlich noch keine Tutorial-Videos, weil ich eigentlich ständig noch an meinen Decks rumbaue. Das müsst ihr euch so vorstellen. Oh, jetzt hat er aber ja eine Front aufs Feld gebracht. Da bin ich ja eigentlich gleich ganz froh, dass ich unseren maskierten Drachen habe. Und ich habe auch einen Plan, weshalb ich jetzt noch einen maskierten Drachen jetzt spiele. Also, das ist alles Taktik, keine Sorge. Jetzt ruft er noch ein. Oh mein Gott, Alter. Jetzt hat er in der ersten Runde ja nahezu eigentlich 5 Monster rausgehauen. Ich muss mal sagen, die Gegner, die nehmen auf jeden Fall schon an Kraft zu. Muss aber auch dazu sagen, ich habe noch keine große Angst gegen sie. Also jedenfalls gegen ihn. Gegen die anderen drei, naja. Ja, jetzt hat er es mir natürlich hart gegeben. Aber ich glaube mal, wir werden trotzdem im nächsten Zug mit ihm fertig, keine Sorge. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wen er jetzt ruft. Nein, und da ist es vollkommen normal, dass man auch mal Karteneffekte vergisst. Geradezu, wenn man so macht wie ich und man mit einem Deck spielt, dann bekommt man eine geile Karte, wie jetzt gerade die Bestechung der Finsternis oder finstere Bestechung oder. Jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, es tut mir leid. Und ich packe sie mir ins Deck und dann spielst du mal mit dem Deck, hast aber eine neue Karte drin. Das ist klar, dass man dann den Effekt nochmal nachhakern muss. Aber ich sag mal, das ist alles so eine Sache, mit dem man eigentlich schon fertig werden wird, wenn man vernünftig die Effekte liest. Und dann, ich sag mal, jetzt wie das mit dem Drachendeck, das läuft eigentlich außen. Was macht dann jetzt? Okay, jetzt habe ich mir natürlich ein Ei gelegt. Jetzt habe ich den Effekt nämlich nicht gelesen. Aber ich habe Gott sei Dank noch die. Da ziehe ich eine Karte. So, da klatschen wir unser Dimensionsgefängnis noch hin. Ihr seht es. Wenn man eine neue Karte hat, die man nicht kennt, wie die jetzt, diese Seas-Monster, die sind ja so oder so immer so, immer die Effekte lesen. Und wenn ich jetzt mal offline spiele, also was ich jetzt nicht aufnehme, habe ich auch immer ein Deck, das ist das Live- und Inferno-Deck. What the fuck, Alter? Oh mein Gott, Alter, guck mal, der wird uns hart geben. So, okay, da rufen wir uns gleich eine neue, also brauche ich gleich eine neue Starthand. Ich glaube mal, der will uns ja jetzt hier richtig geben. Komm, come on, Baby. Ich bin vorbereitet auf dich. Okay, mach mal. Ich will auf jeden Fall sein. Wird er auch noch stärker jetzt? Okay.
So, Oh, das ist natürlich jetzt schwarzes Loch gezogen, aber ich glaube mal, das ist sehr derbe für ihn. Nein. Weil ich ja. Okay, das mit den Effekten habe ich jetzt eigentlich gesagt. Man hat es jetzt gerade eben gesehen. Und ich bin gerade so jetzt noch einer Niederlage entronnen. Oh mein Gott, jetzt habe ich aber Flattern hier. Okay. Erstmal schwarzes Loch rausknüppeln. Alles weg, was er da hat. Das geht ja mal gar nicht. Hauen wir die her. Die müssen wir ja jetzt. Eigentlich müssen wir die spielen, ne? Okay, die spielen wir auch. Ich sag mal, wir greifen auch mit der Karte. Ach Mist, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Okay, er hat Gott sei Dank nichts Böses da irgendwie drunter. Machen wir es halt jetzt. Bäm. Hauen wir die erstmal weg, damit seine Monster nicht alle so stark werden. Lassen wir es erstmal dabei. Und ich spiele ja, um jetzt Karten zu farmen, spiele ich ja mit einem Deck, wo ich möglichst viele Karteneffekte und Monstereffekte aktivieren kann, weil man da diesbezüglich viele Punkte bekommt. Natürlich hat er die natürlich hier seine russische Welt. Für seine Monster natürlich. Hat er natürlich jetzt gleich wieder rausgehauen. Um mich natürlich wieder hart zu natzen. Aber ich habe ja Gott sei Dank noch die Geschichte hier. Bin ich gleich ganz froh. Um natürlich immer Karten zu farmen. Ich komme jedes Mal vom Thema ab. Ist sehr ätzend. Tja, in der nächsten Runde könnte es schon für dich böse ausgehen. So, ich rufe nämlich jetzt meinen Drachentyrann und der ist nämlich schon richtig episch. Der wird es dir jetzt auch richtig hart geben. So, okay, das und das haben wir. Okay, wir haben das Ruder rumgerissen. Ich muss mal sagen, jetzt hat er uns schon richtig hart gegeben. Ich hätte eigentlich jetzt schon gewinnen können, die Schlappen. Na, was macht er? Okay, jetzt hat er noch Sagen und Wogen, ne? 200 ATK oder Lebenspunkte. Er gibt auf. Er hat mit seinen letzten Fähigkeiten hat er jetzt noch mal meinen Drachen, meinen finsteren Metalldrachen mir auf die Hand zurückgegeben. Aber wir haben den Sieg trotzdem rausgefahren. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder eine sehr schöne Ritualkarte, müsste das sein. Wähle ein offenes Monster, das du kontrollierst. Lege ein offenes Typ Pflanze. Okay, der Stufe 4 von dieser Hand auf den Friedhof während deines Spielzugs kannst du zwischen Monster zweimal angreifen, wenn andere Monster, die du kontrollierst, können nicht angreifen. Ach so. Nein. Und ich habe halt Decks, gerade jetzt mein Farming-Deck. Das ist das Live- und Entferner-Deck, wo ich wirklich. Da kriege ich manchmal 15 bis 16 Karten nach jedem Duell. Und ich sag mal, damit kann man richtig gut Karten farmen. Also kleiner Tipp von mir, bastelt euch ein Deck zusammen, wo ihr, muss nicht unbedingt so ein Live-Entferner sein, wo ihr möglichst viele Effekte und Monster aktivieren könnt. Umso mehr Punkte bekommt ihr und umso mehr Karten bekommt ihr auch, wenn ihr dann siegreich aus dem Duell gegangen seid. Und kann ich euch nur empfehlen, und das ist auch egal, ob das irgendein Mischmasch-Deck ist, das müssen halt nur viele Monster gespielt werden oder viele Effekte aktiviert werden und dann läuft das von ganz alleine. Und das als kleiner Tipp von mir, um euch besser sozusagen das Farmen zu erleichtern. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen Alexis Bruder am Start. Und dann sage ich, haut's rein und tschüss, bis zum nächsten Mal.